unten ist da ein bisschen was. Da sieht aus wie Fassseerosen. Mal gucken, aber die werden bestimmt nicht blühen, wenn es welche sein sollten. Mal gucken. Ja, es könnte fast was sein. Aber ich habe eben keine Kennung und keine Ahnung von Blumen. So, laufen wir mal weiter. Ich werde mal noch so ein paar Meterchen stiefeln. Und wenn da nichts kommt, gehe ich Richtung Bahnhof wieder und warte auf den nächsten Zug. Und dann geht es wieder nach Hause. Man sagt ja immer, alle Wege führen nach Rom, aber ich habe halt bloß den einen Weg. Zumindest dort, wo ich wieder zum Bahnhof möchte. Und da bin ich voller Hoffnung, dass der Weg mich dorthin führt. So, was haben wir hier vorne? Ah, hier steht auch noch ein Schild. Da gucke ich doch gleich mal. Aber ich glaube, ich muss hier lang. Da, Richtung Bahnhof. Und am Bahnhof gab es, glaube ich, auch noch was zu futtern. Und da werde ich dort mal was in mich reinstopfen, dass ich nicht ganz so vertrockne. Was haben wir hier? Kromlau. Ah, Landschaftspark. Denkmalschutzgebiet. Okay. Aber wird schon hinhauen. Denn vorne musste man nach links und jetzt bin ich ja auch rechts. Ja, warte mal. Nee, rechts. So rum. Jetzt weiß ich nicht mal, was links und rechts rum ist. Also zumindest die Richtung, wo ich jetzt laufe, ging es da vorne auch an der Gabelung, die Richtung zum Bahnhof. Und das wird dann ein anderer Weg sein, der von hinten rum ranführt, denke ich mal. Gut. Aber ich mache die Kamera erstmal wieder aus. Ihr braucht ja nicht die ganze Zeit mein Gesülze anhören. Und Wald kennt ja jeder. Und ich mache dann wieder vorne an. Und dann gucken wir mal, was für Züge da angekommen sind. Heute, was ich heute, da liegt so ein kleines Bäumchen rum, wo ich jetzt gerade das Foto gemacht habe. Das ist immer das, wenn die Kinder rumspielen hier, Verstecke und sowas und lehnen sich an einen Baum. Was passiert? Das hier. Bäumchen fällt um. Ja, und dann rennen sie alle weg, als würde keiner was gewesen sein. Ach ja. So, ich hatte gerade ein nettes Gespräch. Mir kamen gerade zwei, ja, sag ich mal, junge Leute entgegen. Und da habe ich bloß mal gefragt, ob es die Richtung ist zum Bahnhof. Passt. Und ich habe dann Auskunft gegeben, ob es da runter zum Park geht. Weil die wollten das wissen, ob die Richtung bei ihnen richtig ist. Und da haben wir uns so ein bisschen noch, ja, über die alten Zeiten ein bisschen ausgetauscht. War ein ganz nettes Gespräch. So, Hubschrauber fliegt wieder. Da ist auch ganz schön was los halt mit dem Hubschrauber. Staunlich. Ich hätte gedacht, wegen die 65 Euro, dass die Leute müssen ja eh ein bisschen sparen. Aber ich bin immer der Meinung, ausgeben. Man kriegt dafür das scheiß Geld. Kriegt man da heute nichts mehr. Man geht einkaufen. Ich war letztens, Freitag, glaube ich, war ich einkaufen. Nichts im Korb. Ein 50er weg. Normalerweise hole ich immer einen Kasten Bier, oder damals habe ich immer einen Kasten Bier mit dem Einkauf zusammen, und da hatte ich knapp 50 Euro bezahlt mit einem Kasten Bier. Jetzt kann ich mir das gar nicht mehr leisten. Ja, entweder trinke ich bloß Bier die ganze Woche oder ich hole mir was zu essen. Da muss ich mich immer entscheiden. Die eine Woche rennt man besoffen auf Arbeit und die andere Woche nüchtern. Nee, so schlimm ist es nicht bei mir, aber so ist das nun mal. Da muss man sehen, wo man bleibt. So, jetzt gucken wir mal. Hier sind Eisenbahnschienen. So, dann gehen wir mal rüber. Ah, hier sind wir. Ah, alles klar. So, sind wir angekommen. Das ist der Schleichweg zum Bahnhof. Oh, sind wir ja eine Riesenrunde heute gerannt. Ich möchte mal wissen, wie viele Kilometer ich so bei den ganzen Wanderungen so, ja, schruppe oder laufe. Das sind bestimmt mehr wie 5 Kilometer. Garantiert. Denn meistens bin ich ja so, ja, 2, 2,5 Stunden, manchmal 3 oder 4 Stunden unterwegs. Wenn man sich 5 km/h pro Stunde ausrechnet, ja, 10, 15 Kilometer, könnte vielleicht passen. So, jetzt warten wir einfach mal auf den nächsten Zug. Gucken wir mal, wann er fährt. Da kann ich vielleicht jetzt noch erstmal was essen. Noch erstmal was. Ich habe einen Deutsch heute. So richtig Türkendeutsch. So,
Ja, ey, Kumpel, ey. Ist ja so. Ja. Bestimmt die Aufregung noch von gestern, weil ich mich so rumgeärgert habe. So. Ach, da gibt's bloß Eis. Aber ich wollte was essen noch. Ah, mal gucken. Zumindest bin ich erstmal wieder da. Und den Rest sehen wir mal. Gucken, ob ich noch Akku habe für den Zug. Ja, könnte reichen.
Thank you.
So, war's das wieder für heute. Oh, schön. Ich bin am Überlegen, ins Museum zu gehen, aber so richtig Lust habe ich nicht.
der anderen Seite, wer weiß, wann man wieder mal hier ist. Kommt kein Auto, kann ich rüber. Ja, ich weiß, nach Hause tuckern. Ach, ich werde noch mal vorgehen. Was soll's? Gucke ich mir das mal an, was da noch im Museum so alles ist. Wenn man schon mal hier ist. Man soll ja nicht so faul sein. Und ganz schön warm ist es. Und der Parkplatz ist auch rammelvoll jetzt. Bin ich froh, dass ich zeitig losgefahren bin. Hat alles gepasst bis jetzt. So, jetzt bin ich noch im Museum. Jetzt habe ich gerade noch eine Viertelstunde gequasselt über dies, über das. Man muss ja irgendwo mal Schluss machen, sonst kommt man zu nichts. Jetzt gucke ich mir mal die ganzen Loks an. Das ist schon, wäre schon ein guter Anfang. Ja, dann ist das wär's dann. Ich will die Gemeinde aus dem Netz nehmen, das kann ich nicht sagen. Hier so an der Wand sind jetzt die ganzen Loks, der Werdegang, wo die Loks herkommen wahrscheinlich. Nicht schlecht. Was hat denn jetzt hier? Wenn du von hier aus gehst, ja, also die hinterste erstmal nicht. Bei der R1 wäre ich mir nicht sicher, aber die R1 würde ich auf alle Fälle lassen. Ja, nee, ja, die ist die so, die eigentlich nicht. Die nicht. Glaube ich nicht. Wenn ich jetzt alle mit dem Haus sind und vier raus sind, ist das aufgelöst, kannst du mehr präsentieren? Nein, das ist ja eigentlich, genau, das ist ja eigentlich, deswegen scheiße, weil du nur dazwischen durchlaufen kannst. Ja, da haben sie mir Angst, dass du wieder bei ein paar Wagen bauen kannst und hier eingestellt werden. Ich dachte auch nicht. Und der Uwe sagt, ja, kann man auch zu denken.
Nicht schlecht, die Loks. Schöne Loks. Hier ist schön angenehm. Ich kenne mich zwar nicht so aus mit dem ganzen Eisenbahnzeug, aber die Kenner unter euch, die wissen bestimmt, was das alles ist.
die erste Kamera, da ist der Saft aus gewesen und ich habe natürlich wieder das falsche USB-Kabel im Auto eingepackt. Ich wollte die andere Kamera aufladen. Was sehe ich? USB 1. Habe ich mich wieder geärgert, aber zum Glück habe ich noch die zweite Kamera, die große habe ich ja auch noch. Und da geht das schon. Aber so ist das. Das eine Mal vergisst man die Kamera, das andere Mal das falsche Kabel, weil man wieder so in Gedanken ist und dann alles denken muss. Wahnsinn. Also das alles in Ordnung zu bringen, Haufen Arbeit. Rum. Ich laufe einfach mal hier durch. Ich will nichts kaputt machen. Kann man sich schön verstecken als Kind. Haben sie echt schön gemacht hier. Gefällt mir. Ich sehe gerade was. Die haben ja alle so eine Art Drehgestell drunter, sehe ich gerade. Und da sind die hier. Mal weiter runter. Hier noch so kleinere Räder. Fragt mich jetzt nicht. Wahrscheinlich kann man die dann, wenn man die irgendwie reparieren will, runterheben und dann, keine Ahnung, auf Schienen oder auf irgendwelchen Platten dann runterrollen, die Wagen. Denke ich mir zumindest, dass das so ist. Was hat was? Das ist genauso schön wie vor 2 Tagen, wo ich war, in Falkenberg, in dem Dampflokmuseum. Und wir hatten vor uns das Thema am Eingang mit dem Geld rausschmeißen. Unser lieber Staat, Politiker und das Ganze. Und für solche Sachen, da muss man sehen, wo man bleibt. Durch Spenden, Eigeninitiative und so weiter und so weiter. Kennt ihr ja alles. Ich find's traurig, aber so ist es nun mal. So, jetzt gehen wir noch raus. Und ich muss mal gucken, wie ich hier rauskomme. Ich glaube, hier hinten habe ich mehr Platz. Genau, gehen wir hier rum. So. Gucken wir draußen noch ein bisschen. Noch Fotos machen. Und dann habe ich alles gesehen. Aber wie das so ist, man denkt immer, man hat dies und das alles erledigt, dann kommt das noch,
und es findet kein Ende. Aber was soll man an dem Feiertag machen? Zu Hause sitzen im Garten, Bierchen trinken, ist nicht so meins. Bierchen ja, aber jetzt stundenlang im Garten draußen sitzen, bin ich auch nicht so der Freund. Und da gehe ich lieber ein bisschen spazieren. So, und hier war ich heute, oder zumindest mit in dem Museum. Das wollte ich mir schon lange mal angucken und heute habe ich es endlich mal geschafft. So, das war der perfekte Tag heute wieder. Die Bratwurst hat auch geschmeckt und vor allen Dingen von den Preisen, wo ich jetzt die Bratwurst und die Cola, das war eine Flasche, ich denke mal eine 0,33 war das gewesen, eine kleine Cola-Flasche, eine große hätte ich eh nicht geschafft. Und so wie es geschmeckt hat, denke ich mal Thüringer Bratwurst auf dem Grill gemacht, Brötchen dazu. Und da habe ich 4,50 bezahlt und das finde ich in Ordnung. Bei anderen Veranstaltungen, wo ich mal war, da wollten sie für eine Bratwurst, die war zwar ein bisschen länger gewesen, aber wollten sie 5 Euro mit Brötchen haben. Und da dachte ich, oh, muss nicht sein. Das muss echt nicht sein. Und jetzt, wo alles in Anführungsstrichen preiswerter geworden ist oder soll, Gas und Strom soll ja wieder ein bisschen billiger werden, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, die Abzocker, dass die Leute die Hähne zugedreht haben, Fernseher ausgemacht und dass es denen in der Tasche ein bisschen gefehlt hat. Und da hat man sich wahrscheinlich gedacht, machen wir es wieder ein bisschen billiger, schalten die Leute wieder ein und dann verdienen wir dasselbe.